Jazz ist die Grundform dieses Stückes. Und die Musik Verdis macht Kreise, ist eine sehr tänzerische Musik. Hier wird eine Gesellschaft gezeigt, die eine bestimmte, ganz konkrete Moralvorstellung hat. Diese Moralvorstellung grenzt bestimmte Menschen aus. Und wenn man genau hinschaut, und das tut Verdi in dem Stück, kehrt sich dieses Verhältnis um. Violetta, die in dieser Gesellschaft die Verkörperung des Unmoralischen steht, sie ist diejenige, die bedingungslos lieben kann. Speziell für einen Menschen wie Violetta, dessen Tage gezählt sind, spielt die Zeit oder die tickende Uhr eine ganz zentrale Rolle. Und sie hört lauter als alle anderen das Ticken der Uhr, sie hört die Zeit verrinnen und bei Verdi hört man immer wieder den Rhythmus des Tickens. Man muss über die Tatsache, dass sie krank ist, Momente und Bilder schaffen, wo klar wird, dass das Bewusstsein des Sterbens sie wieder ereilt. Dazu dient diese Figur des Granville. Und immer wenn sie ihn sieht, überfällt sie dieses plötzliche, schreckhafte Bewusstsein: Ich sterbe bald. No, she doesn't die. I don't die. I don't think love ever dies. At the end, she has found in her soul the main for what actually we all are searching during the lifetime.